Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Need for Speed 10 Carbon. Nehmen wir doch mal das Radarfallenrennen. Einfach mal so. Gumi ist schneller gewesen als ich. War ja doch wirklich links. Ich dachte, du verwechselst wieder links und rechts, Yumi. So, inzwischen führe ich wenigstens. Wenn sie vor mir ist, wahrscheinlich gnadenlos vor mir bremst, damit ich hinten raufrausche. 120, das war richtig mies. Aha! Keine Chance, die hatten keine Chance! Neu freigeschaltet. Nitro und Reifenstufe 3 Profi-Paket. Der letzte Sektor. Und die Super habe ich freigeschaltet. Ah, okay, das wird nicht vorgelesen. Von Angie, Kenji und Wolf. Zeit für eine kleine Revanche. Entschuldigung, Zeit für eine kleine Revanche. Du hast deine Grenzen erreicht. Wenn du Darius herausfordern willst, musst du erst uns drei in unseren Wagen schlagen. Und zwar im Canyon und in der Stadt. Darius muss sich also noch lange nicht die Hände schmutzig machen. Das wollen wir aber noch gar nicht. Sondern wir wollen jetzt erst einmal Nitro reindonnen. Ach, ich habe schon Rennpaket. Ach, das ist ja praktisch. Das heißt, ich habe jetzt überall das Beste. Rennen. Hervorragend. Kann man das Auto quasi gar nicht mehr verbessern. Jetzt gib mir doch mal einen Autohändler, den ich gar nicht auswählen kann. Na sowas. Na, machen wir erstmal die hier. Will hier so viele Rennen wie möglich erledigt haben. Warum? Damit ich es euch zeigen kann. Nicht wegen dem Voranschreiten hier. Und fünf Radarfallen. Natürlich. Ein Street Racer
Helikopter wurde gemeldet. In Fahrtrichtung Osten. Kann sich bitte eine Einheit melden und zum Einsatzort begeben? Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen in Richtung Westen. Absperrung erfolgt um das Zielgebiet. Einsatzkoordination erfolgt über TAC-2. Reicht das auch? Ja, gut. Also der Polizist nicht so sehr abgebremst. Was habe ich freigeschaltet? Ein Gallardo. Hier. Bestätige. So. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung. Einsatzleitung bestätigt Absperrung. Na, dann machen wir doch mal das Revier hier. Verteidigen wir das mal. Mann! Nein, der hat mich blockiert! Eine Tour! Ja, ich auch gleich! Eigentlich kann ich sie ja jetzt austauschen, weil ich brauche. Sorry. Ich brauche ja keine Tuning-Teile mehr. Da könnte ich jetzt eigentlich wieder Cell nehmen. Deswegen ist es nicht ganz so nervig. Schon wieder. Mit überhöhter Geschwindigkeit gesichtet. In westlicher Richtung. Wer einen Einsatz mit niedriger Priorität fährt, bitte melden und in diese Richtung aufbrechen.
schwarz-weißen, sagt sie. Verdächtiger lokalisiert. Wir hängen uns hinter ihm. Ich könnte Verstärkung brauchen. Der Typ hält freiwillig nicht an. Nee. Warum bloß? Okay, Roger, Sierra 13. Ich habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Oh, wie ich die Cops noch abschütteln. Aus dem Nichts wieder hergebeamt. Das hat den überhaupt nicht beeindruckt. Das hasse ich immer bei den Polizeiverfolgungen. 4, 5, 1, bittet um aktuellen Lagebericht. Kann kaum mithalten. Code 6 macht eine Menge Probleme. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in südlicher Richtung. Der Einsatz bleibt auf Code 3. Sektor wird abgesperrt. Bitte auf TAC 2 umschalten. Zielpositionen werden über das GPS zugewiesen. Verstanden, Zentrale. Bravo 28 ist unterwegs. Ich gehe auf Code 3. Hier ist ein Wagen, der auf eure Beschreibung passt. Ich melde mich, wenn wir ihn überprüft haben. Sehr schön. Das hat ja mal funktioniert. Dann ab zum Unterschlupf, weil ich habe jetzt nämlich eine Idee. Eine ganz grandiose. So, und zwar... Crew. Meine Crew. Yumi. Nee, entlassen will ich sie nicht. Niki? Ja. Genau, 10% Rabatt auf Wagen. So, die habe ich jetzt... Weltkarte. Und ich kann mir kein anderes Auto mehr holen. Schade. Ich würde mir doch jetzt noch ein anderes Auto kaufen. Na gut, dann meine Crew. Dann nehme ich aber Cell. Als aktiv festlegen. So, dann geht das ja doch nicht. Schade. Ich wollte nämlich jetzt mal gucken, was so ein Skyline... mir eigentlich noch ein Skyline holen, um da Vergleich zu machen, weil Geld hätte ich jetzt genug, aber geht nicht. Schade. Schade. Machen wir die Radarfallen hier.
ich weiß. Die Schwarz-Weißen. Da drüben, ein Kopf. Ja, der Typ wird definitiv gesucht, so wie der auf einmal Gas geben kann. Alarmiert den Rettungsdienst. Sicht könnte verloren. Bleibt dran. Achtung, Streifen, mehrere Einheiten versuchen, ein Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit zu stoppen. Einsätze mit niedriger Priorität sofort abbrechen und auf weitere Anweisungen warten. Endlich vor mir. Diese Straße, die nehmen wir. Ganz vorne, was willst denn du? Verdächtiges Fahrzeug gesichtet, ich bin Code 3. Danke, Sir. Vielen Dank. Verdächtigen verloren. Stand by. Sind wieder hinter ihm. Haben ihn eingeholt. Er ist wieder da. Bleib auf dem Gas! Da sind die Cops! Was habe ich freigeschaltet? Turbo Stufe 3 Profi-Paket. Wir teilen uns auf. Mal sehen, wie sie folgen. Nö. So, wo haben wir denn hier die nächsten Polizeistopper? Schauen wir doch immer nach links. Die Schäden durch diese Jagd sind zu groß. Ziehen wir uns zurück und formieren uns neu. Nein, mit der Stufe 3. Gib euch nicht zurück. Wiederhole. Nicht zurückziehen. Bleibt vorher dran. Wir gehen rauf auf Alarmstufe 3. Achtung, alle Einheiten. Oh, schön verpasst. Die Sichtkontakt verloren. Ich fahre dahin, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Er hat das Fahrzeug verloren. Kann er nicht weit sein. Sperrt das Gebiet ab. Alle Einheiten der Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Westen. Einsatzleitung erbittet Absperrung östlich der letzten bekannten Fahrtrichtung des Verdächtigen. Der Einsatz ist weiterhin Code 6. Fährt volle Kanne an mir vorbei. Egal. Ein Territorium wird angegriffen. Na, ist es nicht ein Traum? Hatte ich eigentlich immer hinten. Immer hinten. Okay, na bitte! Hey! Er ist nicht bei Revierverteidigung das Sinnvollste, wenn ich vorne starte und der Herausforderer hinten. Nein! Die Gasse doch genommen. Meldung an Bezirk 2. Haben eine Beschwerde über einen Mörder reinbekommen.
Es klang so, als würde die Beschreibung auf einen gesuchten Verdächtigen passen. Zuletzt wurde der Fahrer gesehen. In nördlicher Richtung. Einheiten bitte anrücken. Jo, hab ich gesehen. Was glauben die eigentlich, gegen wen die hier fahren? Stimmt doch, oder? So, was haben wir denn hier sonst noch? Ein Canyon, noch ein Canyon. Ein Rundkurs und noch ein Rundkurs. Dann machen wir mal den Rundkurs hier. Wo geht's denn lang? Ach, hier. Ach, da ist es. Passt. Achtung, Küstenbezirk. Wir haben einen Notruf bezüglich eines Code-6-Fahrers. Zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Westen. Ich brauche eine freie Einheit, die dorthin fährt. Ich hab keinen Bock auf die Schwarz-Weißen. Natürlich. Hey, Polizei! Verfolge einen Fahrerflüchtigen. Der Kerl hat meinen Wagen gerammt und versucht zu entkommen. Die Cops haben es auf dich und deinen Exoten abgesehen. Hat einen Wagen von mir. Wir haben sich. Er ist in die Raffinerie gerast. Naja, was soll's? Einfach weiter! Ja, da waren wir jetzt zu viel Kopf, zu viel ausbremsen. Kleines Problem, fahr schon mal weiter! Hier, ich verpasse die Gasse. Okay, Kumpel, du bist dran! Komm, fahr das Ding nach Hause! Und jetzt nicht mehr. Zeig abschütteln. Bei Gottes hin. Aber es gibt noch was zu tun. Emi. Judah. Wir müssen diese Kopf loswerden. Ich setz mich ab und lock sie weg. Zielobjekt befindet.
befindet sich wieder auf dem Raffineriegelände. Situationsbericht geben. 5-1 braucht aktuelle Informationen. Versuchen, bei uns zu bleiben. Wir machen eine Menge Probleme. Wartet. 10:45 könnte klappen. Ich erledige dich. So, dann fangen wir jetzt einfach mal hier lang. Okay, verstanden, Delta 8. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. So, was haben wir jetzt hier? Ihr seht auf eurem Bildschirm, wo unsere Straßensperre ist. Schreibt ihn her. Wir bereiten ihm einen heißen Empfang. 10:25, mein Wagen gibt seinen Geist auf. Code 6 verloren. Er kann nicht weit sein. Ich fahre zurück und sehe nach, ob ich an ihm vorbeigefahren bin. Stand by. Alle Einheiten im Umkreis. Der Code-6-Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Westen. Ihr habt grünes Licht. Absperrung des Sektors ist genehmigt. Sierra 1, noch kein Kontakt zum Verdächtigen. Ich patrouilliere westlich von ihm. Wir haben hier einen Wagen, der eure Beschreibung passt. Ich melde mich, wenn wir ihn überprüft haben. Wir haben heute kein Glück. Das ist nicht der Gesuchte. Oh. Und nochmal Verteidigung. Hier kommt mir jetzt zu nichts anderem mehr. Zu nichts. Klingt gut, mach ich. Der Ausflug ist zu Ende. Du bist vorne. Mist, Falschgast, Falschniedrigung gegeben. Ah. Ah, aber den hat's auch erwischt. Na, dann ist ja gut. Okay, du hast Zeit, du hast reichlich Zeit. Nein, nicht schon wieder. Och, was soll denn das? Die Polizei! Ja. An alle Einheiten im Gefühl.